Jetzt bezahlst du! Ja! Hast du das gehört? Ja? Loswerden. الشعر الأصهب والأشقر der Nadine, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Immer dasselbe mit den hohen Tieren. Schlecht getroffen. Hab dich!
Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Raus.
ist doch was, oder? Was siehst du, Inquito? Gleich verstummst du! Blute! Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das größte Lob. Es ist, wie ich sagte, wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr.
Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardichwar. Jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Gut, da bist du. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Aruch und Ella Eshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram.
Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Aroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens El Aeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El Mardichwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Dein Können wird mir sicher helfen. Sieh dich um. War's das? Ich stehe in eurer Schuld. Leb wohl. Es war zu groß, Adiki. Verzeih. Du
bist unerwünscht. Schon wieder? Ja! Du musst schon härter zuschlagen. Hey! Ich werde dich fangen. Was? Er ist fast tot. Hab ich dich!
Da! Rufe Hilfe! Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Was siehst du? Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Ich gehe mit Jawad jagen. Du kannst gerne mitkommen, wenn du... Komm, bleib ganz ruhig. Was ist denn nicht gefallen? Hey, das ist nah genug. Lass dich nicht von der Schorta erwischen. Ich falle besser nicht auf. Yeah.
weiß ich. Aber ein Speer in den Rücken. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Geh woanders hin! Geht fort mit dir! Dein Todsnaht! Zu, wenn dein Meister redet! Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. Hier, du Hund! Das Hey, zurück! Meine Schulterflinte bei, die klappt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 3 geachtet, meine Leila. Abdel Isha, bi'idhnillah. Yeah!
der wärmste Empfang. Ich kenne niemanden, der so viel redet und so wenig tut. Du bist nichts dagegen. Sei still. Wenn dir der Admiral das Jammern nicht austreibt, dann tue ich es. Nieder mit dir! Hab ich dich! Die Warnglocke! Ich gehe! Das geht besser. Da war nichts.
Wer bewirft mich da? Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Tja, du atmest nicht mehr. Hey, was? Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Einer wäre erledigt. Nun zu Arroch. Frieden, Sadiq. Sei gegrüßt. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Sonst noch was? Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Bis bald.
Schatten. Sei gegrüßt. Friede sei mit dir. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sieh dich um. Willst du deine Ausrüstung verbessern? Das fürs Erste? Auf ein andermal. Komm gern öfter vorbei. Komm schon, mach Platz. Ich muss nachher den Kani zu wichtige Dokumente aus dem Saal seiner Mannschaft bringen. Wenn ich die Arbeit. Es gab einen Angriff in Ashakia. Alle sind angesprochen. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Geh, sofort! Wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Für dich gibt's hier nichts. Geh, sofort. Geh weg! Du bist nicht willkommen. Geh! Ja.
Du, bleib da! Einen Moment! Hey! Gib dein Schöpfer! Bleib zurück. Wer weiß, was es als nächstes macht. Ich heute nicht, wenn ich dich finde. Tja, war immerhin aufregend. Gründlich zu sein ist nie verkehrt. Was? Hä? Komm raus! Warte! Hey, was? Ich werde dich zertreten. Es muss eine passende Tür geben.
Der ist unten! Der Balkon des Strategen könnte offen sein. Ziemlich mutig für einen Feigling. Und dumm. Halt dich davon fern. Das gefällt mir nicht. Erlaubt sich da einer? Das wirst du bereuen. Ich bin ein gefürchteter Krieger. Hast du nie von mir gehört? Ich hörte, du bist ein Feigling, der den Ruhm für die Tapferkeit anderer einheimst. Schwächling. Den ihr seinen Kopf bringt. Dreifacher! Da zeigt sich der Feigling. Du bist ein Nichts. Wache! Erbärmlich. Schwächling. Wachen! Ein Jahresdolch für den, der mich rettet! Er ist El Mandigua. Wo ist er? Mardichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison gestellt. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulad. Und ihm sagen, dass Aroch und Elaeshma tot sind. Sicher, Sadiq.
Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jasur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dehwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jasur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dehwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dehwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dehwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen.